Ich muss eine Telefonzelle finden und Hedden anrufen. Zeit, mich erkenntlich zu zeigen. Drei Kronen. Eine Verbindung zu der Legende. Das Gebäude ist geschlossen. Das ist strafbar, wussten Sie das? Wie bitte? Plakate aufhängen, Flugblätter. Das ist doch illegal, oder? Keine Ahnung. Kann ich etwas für Sie tun? Haben Sie sich verlaufen? Eigentlich habe ich etwas von Ihnen. Ach, wirklich? Und was ist das? Ihre Brieftasche. Hier, nehmen Sie. Oh, danke. Ich wollte nicht unhöflich sein. Und wofür ist das Plakat? Sehen Sie es sich an. Rubens Jahrmarkt. Ha. Oh Mann, kommen die Freaks in die Stadt. Das könnte man sagen. Übrigens, ich bin Nigel. Nigel Danvers. Ich bin Lucy. Lucy Rubens. Verstehe. Sie sind Teil des Jahrmarkts? Yep, ich bin einer der Freaks. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Zu spät. Ich habe sie gesehen. Draußen im Schilf. Sie meinen die Fans? Fans? Wo kommt das denn her? Es ist angelsächsisch. Für einen Sumpf? Einen Marsch oder Moor? Vielleicht Morast? Ist das nicht dasselbe? Oh, ein Komiker. Kommen Sie von hier? Ursprünglich. Aber ich bin nur für die Ferien zurück. Dann kennen Sie sich bestimmt gut in der Gegend aus. Nicht wirklich. Ich bleibe eher in der Stadt. Ich studiere. Ah, und was studieren Sie? Psychologie. Wirklich? Und was denken Sie über mich? Sie sind verzweifelt, unsicher und suchen Phantomschätze. Woher wussten Sie das? Ah, ziemlich offensichtlich, wie? Aha. Ich lasse Sie weiter Ihre, Plakate aufhängen. Wir sehen uns, Herzchen. Was ist das? Ich will mit Hedden sprechen. Und warum sollte Mr. Hedden mit Ihnen sprechen wollen? Ich habe etwas zu sagen, ihm einen Deal vorzuschlagen.
Mein lieber Mr. Danvers, was könnten Sie mir anbieten? Haddon? Am Apparat. Gibt es etwas, was Sie mir sagen möchten? Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe nichts gesehen, also rufen Sie Ihre Hunde zurück. Mr. Hare und Mr. Crow sorgen sich nur um Ihr Wohlergehen, Nigel. Tja, Sie werden mich nicht finden. Ich habe die Stadt verlassen. Tja, und wie gefällt Ihnen Sexton bislang? Die Telefonzelle sieht etwas altmodisch aus. Was? Woher wissen Sie? Spionieren Sie mir immer noch nach? Oh, Nigel, das müssen gerade Sie sagen. Ich wollte mich nicht in Ihre Dateien hacken. Als hätten Sie nicht ein paar Kopien machen wollen. Was ist das überhaupt für Zeug? Die Zukunft, mein Junge. Und die Vergangenheit. Wir haben die Technologie, wie Sie wissen. Was wollen Sie von mir, Mr. Haddon? Nichts und alles. Ein paar kleine Aufgaben. Im Zusammenhang mit dem Paranormalen. Ich bin keine Laborratte, Haddon. Genau, das sind Sie, Nigel. Eine Ratte in der Falle. Helfen Sie uns bei unseren Forschungen. Sie erhalten auch eine Belohnung. Wo sind Hare und Crow? Sie haben ihre Spur verloren, Nigel. Keine Sorge. Erzählen Sie mir von den Forschungen. Ah, ich wusste, es würde Sie interessieren. Sie können uns helfen, Nigel. Ich bin weder Wissenschaftler noch Geisterjäger, Haddon. Paranormale Forschungen können äußerst wenig erfordern, Nigel. Ich habe nichts außer den Klamotten, die ich anhabe. Wahrsagen. Wie bitte? Wahrsagen ist eine uralte Kunst. Sie brauchen nur Wasser und einen Spiegel. Was soll ich tun? Ist es gefährlich? Möglicherweise. Gießen Sie das Wasser über den Spiegel und beobachten Sie, die Ergebnisse könnten Sie überraschen. Uns geht es oft so. Uns? Praktizieren Sie dieses Wahrsagen im Labor? Ja, mit erstaunlichen Resultaten. Glauben Sie und blicken Sie tief hinein. Die alten Geisterjäger haben großen Erfindungsgeist bewiesen. Woher wissen Sie, wo ich bin? Ich weiß alles über Sie, Nigel. Wie beruhigend. Was geschieht als nächstes? Warten Sie auf mein Geschenk. Es wurde heute Nachmittag aufgegeben. Woher wussten Sie, wo, Wo wohnen Sie? Wie ich sagte. Sie wissen alles. Was ist das für ein Geschenk? Sie werden sehen. Nicht alles ist, wie es scheint. Denken Sie daran. Diese Experimente. Bin ich in Gefahr? Wollen Sie, dass ich lüge? Nein, aber ich habe immer vermutet, dass... Dass das Leben etwas interessanter ist? Aufregender? Ich hasse meinen Job. Ich würde alles tun, um wegzukommen. Dies könnte Ihr großer Durchbruch sein, Nigel. Ich sehe Sie, wie soll ich sagen, als eine kleine Investition. Also vergeben Sie mir das Herumschnüffeln? Neugier und Einfallsreichtum sollen belohnt werden. Gute Nacht, Mr. Haddon. Gute Nacht, Mr. Danvers. Gute Jagd. Bitte helfen Sie uns. Jemand entführt unsere lieben Haustiere. Wir sind dankbar für jede Information. Bitte hinterlassen Sie Namen und Telefonnummer, damit wir Sie zurückrufen können. Die für die vermissten Katzen verantwortliche Person ist... George. Vielen Dank, freundliche Seele. Bitte, wir sind bitte hin, damit wir... Die für die vermisst... Lucy Rubin. Vielen Dank. Das ist nicht richtig. Thank you.
wir sind da bitte hinter damit. Die für Professor Hardacre. Vielen. Bitte helfen Sie, wir sind bitte hinter damit. Die der Stationsvorst. Vielen. Bitte helfen, wir sind bitte hin, damit wir. Die für die Familie. Morgen, Mank. Vielen. Bitte helfen, wir sind da. Bitte hinterlass, damit wir sie. Die. Lucy Rubens. Vielen Dank, freundliche Seele. Alex Bickmore ist zurzeit beschäftigt. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Wer nichts wagt. Ist jemand da? Kannst du mich sehen? Wie ist dein Name? Kann ich dir irgendwie helfen? Gibt es etwas, das du mir sagen willst? Bin ich in Gefahr? Kannst du mich hören? Nichts. Das Ereignis scheint vorbei zu sein. Vorerst.
Etwas ist mit dieser Mauer. Boah, die Luft stinkt fürchterlich nach verwestem Fleisch. Ist jemand da? Bin ich hier allein? Kann ich dir irgendwie helfen? Wie ist dein Name? Gibt es etwas, das du mir sagen willst? Nichts. Das Ereignis scheint vorbei zu sein. Vorerst. Anybody there, said the traveller, knocking on the moonlit door, and his horse in the silence champed the grasses of the forest's ferny floor, and a bird flew up out of the turret above the traveller's head, and he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? Ein neuer strahlender Tag in Sexton. Naja, zumindest ein neuer Tag in Sexton.